Du bist Heavy Beta. Du bist Standard, brauchst keinen Namen. Du bist Standard, brauchst keinen Namen. Du bist Standard, brauchst keinen Namen. Und hier sind wir wieder bei ihr. Sehr schön. Damit wäre unser Trupp erstmal ausgerüstet, wie ich es gerne hätte. Fahrzeuge. Haben wir keine. Weil die Garage auch gerade erst gebaut wird, okay. Oh, unsere Flugzeuge. Vorne jeweils eine Kanone, an den Seiten Sidewinder Missiles. Treibstoff scheint voll zu sein, Munition auch, Lebenspunkte auch. Oh, das ist alles leer, was keinen Sinn machen würde. Also passt das schon. Reichweite von 15.000 Kilometern. Das ist sehr, sehr weit. Also, naja. Stimmt. Für mich, also immer wenn ich in Weiten rechne, rechne ich von Deutschland in die Schweiz. 1.000 Kilometer noch was. Das wäre, da ist Deutschland, da ist die Schweiz. Boah, es reicht fürs Erste. So, also wir sind jetzt einmal alles, was zur Hölle ist das hier? Ach, ein Wiki Aircraft. Noch nicht besonders ausgefüllt. Placeholder. Placeholder. Ja, es kommt wohl alles noch. Aber ja, Wiki gehört mit dazu. Zu jedem Ausrüstungsgegenstand. Und den Ansatz fand ich auch gar nicht schlecht. Also den Grafikstil. Alles schön weich gezeichnet. Ja, okay. Lassen wir das Spiel einfach mal weiterlaufen. Was jetzt passieren müsste... Tag- und Nachtwechsel, schön dezent, okay. Was jetzt passieren müsste, ist, dass irgendwann innerhalb von diesem Radius ein UFO auftaucht. Dann müssen wir es irgendwie hinbekommen, dass unsere Flugzeuge zu besagtem UFO hinfliegen, das Ding angreifen. Dann kommt es zu einem Luftkampf, wie auch immer der Gestalt... Oh, stopp. Da. UFO-Sichtung. Was eine Dead Zone? Fragezeichen. Rechtsklick. Kann ich da irgendwas machen? Okay, du. Wie starte ich die Dinger? Hier nicht. Radar, Data-Link-Setup. Also da kommen wir mit unseren Abfangflugzeugen gar nicht hin. Und ich glaube, es ist auch ein landendes UFO. Oder einfach nur die Sichtung davon. Das heißt, irgendjemand auf dem Boden hat gesehen, oh, da ist ein fliegendes Ding, das gehört nicht zu uns. XY-Koordinaten. Ja, das ist komisch, das ist Launch Interceptors. Ah, okay. Select Target Location. Dead Zone. Das war jetzt abbrechen. Dann kurz weiterschlaufen lassen. Oh, man kann richtig schön reinzoomen. Ah, sehr schick. Oh, und jetzt gab es eine automatische Entdeckung. Wir haben ein kleines UFO. 16.000 Meter Höhe. Es bewegt sich westlich, also von uns weg. Mit 1400 Kilometer die Stunde. Intercept. Kondor 1, Kondor 2. Starten. Schneller. Er hat doch gerade gesagt, westlich, oder? Du. Heading west. Fliegt immer nach Osten. Ah, okay. Nicht über dem Wasser abschießen. Ah, tail till over land. Also wir verfolgen das Ding jetzt so lange, bis wir über Land sind und uns dann abschießen können. So, alles ist voll. Engage. Wow, okay. Was muss ich machen? Es ist pausiert. Leertaste drücken, um weiterzumachen. Ich will nicht weitermachen, bevor ich nicht weiß, wie es funktioniert. Also es gibt einen direkten Angriffskurs, es gibt Schlangenlinienangriffskurs, es gibt Abbrechen. Und Waffenauswahl. Raketen. Oder es ist Ausschalten. Da ist ein Kollisionspunkt. Ah, okay. Vielleicht müssen sie anfangen zu schießen. Jo. Das war schnell. Okay. Launch Interceptors. Nein, nicht Launch Interceptors. Dann
Geht erstmal weg da. So, das Ding. Crash Site 1. Intercept. Charlie. Launch. Weiter. Ah, schaut gut aus. Hey, da ist Churchill. Engage. Ground Cam Combat Loading. Ladezeiten werden in der endgültigen Version wesentlich kürzer sein. Okay. So ein Punkt Ladeding, jetzt wäre noch ganz schick. Okay, Crash Site 1. Dropship Charlie 1 nähert sich dem UFO. Unsere Spieltrupps sagen, dass das UFO nur minimalen Schaden erlitten hat. Also werden noch recht viele von den Aliens leben. Unsere Hauptmission besteht darin, ein extraterrestrisches Artefakt zu schnappen und wieder in Sicherheit zu bringen. Also sollten wir Vorsicht walten lassen bei der Zerstörung des UFOs. Aber wir sollten nicht einfach wild drauf rumballern und Granaten reinschmeißen. Natürlich ist auch das Leben unserer Soldaten wichtig, aber das Endziel ist wichtiger. Siegesbedingungen. Alle Aliens umbringen. Oder das UFO für 5 Runden verteidigen. Ha. Okay. So. Jetzt zum eigentlichen Hauptspiel quasi, dem taktischen Interface. Und unsere Scharfschützen stehen in erster Reihe. ja. Da muss ich gleich mal gucken, wenn wir wieder in der Basis sind, ob wir irgendwie die Anordnung hier in dem Flugzeug ändern können. Weil ich will es eigentlich so haben, dass entweder die Nahkämpfer oder die Standardleute vorne sind. Aber gut. Gamma. Du hast 48 Bewegungspunkte bis hierhin und du hast insgesamt 62. Das ist nicht viel. Achso, du hast da noch 38. Ah, okay. Damit kann ich leben. Und da ist die Karte wohl zu Ende. Also dreh dich da hin. Toggle Crouch. Mhm. Und jetzt sollte er... TU Reserve. Ah. Also TU Reserve gibt es auch bei ähnlichen Spielen wie diesem hier. Das heißt, man bewahrt sich bestimmte Anzahl an Bewegungspunkten auf, um in der gegnerischen Runde schießen zu können, falls ein Gegner in Sicht kommt. Das machen wir mit ihm mal. Er bleibt einfach hier stehen. Duckt sich. Duckt sich. Er kann sich nicht ducken auf dem Ding. Okay, dann bleibt er einfach nur da stehen und guckt geradeaus. Und wenn jetzt irgendetwas hinter dem Laster hervorkommt oder hinter dem Auto, schießt er drauf. Also, wenn es ein Feind ist. Ich hoffe mal nicht, dass er jetzt irgendwelche kleinen Mädchen schießen würde. So, dreh ich mal nach da. Auch nix. Auch nix. Duken. Sie würde jetzt nicht schießen können, falls irgendein Alien nächste Runde hier auftaucht. Weil sie halt nicht mehr genug TUs über hat für einen Snapshot. Der würde 40 brauchen. Aber... die Dinger hier auch nicht. Ein Burst. okay. Also sie könnte jetzt eine ganze Salve abschießen, falls ein Gegner auftaucht. Haken bei Burst-Bonus ist halt, dass sie auch Umgehende treffen können. Oder, ne? Andere Sachen wie Autos und so weiter. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit Schäden an der Zivilbevölkerung und so weiter. Was dann passiert. Ob die Länder stinkig werden oder ob... wir Geldbußen zahlen müssen. Was zwar Sinn machen würde, aber ganz schön übel wäre. So, du... lauf mal vor. Snapshot ist okay. Wie viel braucht Duken? Wir haben jetzt 24 Bewegungspunkte. 4 Punkte braucht Duken. Okay, das merken wir uns schon mal. Du. Dahin. Duken. Und wir werden jetzt nur in der ersten Runde so nah beieinander stehen. Allgemein bei solchen Spielen sollte man darauf achten, dass die Einheiten nicht auf einem Haufen sitzen. Denn es kann immer mal passieren, dass Granaten angeflogen kommen, feindliche oder eigene, wenn jemand übernommen wird oder in Panik geht oder was weiß ich. Und dann würden hier alle auf einmal sterben. Das wäre nicht so schön. Okay, Ende der Runde. Versteckte Bewegung. Wir hören Schüsse. Und sonst nichts. Okay. So, jetzt bilden wir erstmal eine schöne Schussfront. Du brauchst 40 Punkte. Geh mal dahin. So. Du bleibst da stehen. Machst aimed.
Du bist ein Grunt, du kannst vorlaufen. Damit wir ein bisschen mehr von der Umgebung sehen. Du bist einer unserer Burster, du bleibst stehen. Du bist die Scharfschützin, du solltest erstmal gucken, ob hier nichts ist. Dahin gehen. So, Snap. Du bist ein Grunt. Kannst du bis da hinten laufen? Minus 2, 4. 4 ist okay. Hat sie zwar fast keine Bewegungspunkte mehr, also nur noch zum Ducken. Aber muss sie auch nicht. Wenn sie jetzt hier irgendwo ein Alien gesehen hätte, würden die alle anfangen zu ballern. Also würde ich denen befehlen, alle rein zu ballern. Du bist Sniper Nummer 3. Du kannst sie immer noch nicht ducken, weil du auf der Ladeplattform bist. Aber ich denke, dadurch bist du höher als die anderen. Oder? Nee, bist du nicht. Sehr cool, das Ding. Dafür, dass es in den 80ern spielt? Okay. Ja, du bleibst einfach da stehen. Du bleibst da stehen. Du bleibst da stehen, soweit so gut. Ende. Die schießen wieder auf irgendwas. Wahrscheinlich Zivilisten. Aber, da es unser Erstkontakt ist und wir im Iron-Man-Modus spielen, habe ich jetzt nicht so wirklich das Bedürfnis, hier einen Zivilisten zu retten. So, du lauf dahin. Jo. Der hat jetzt aufgehört zu gehen, weil wir das hier nicht mehr erfüllen würden. Aber das ist okay, du bist nun Scout. Du bist auch nur ein Scout. Das heißt, wir können nur da durch. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir können jetzt alle eigentlich nachziehen, außer einem, der covert. Und das wäre vorerst eher nur. Du machst aus. Bewegst dich dahin. Und die rücken alle nach. Können alle aus. So. Der Sniper da hinten kann auch stehen bleiben. Du kommst mit, du kommst mit. Du kommst auch mit. Minus 12. Das war definitiv gerade ein Bug. Okay. Diesmal keine Schüsse. Wahrscheinlich sind keine Zivilisten mehr über. So, du bist ein Sniper. Du stellst dich jetzt dahin. Das wird deine nächste Position für eine Weile. Duken. Also wenn du nächste Runde wieder Bewegungspunkte hast. Du bleibst hier einfach mal stehen. Und deckst sie. Weil sie ja nicht schießen könnte diese Runde. Du bleibst da stehen. Deckst die anderen. Du gehst mal da an die Ecke. Duckst dich. Das ist jetzt brenzlig. Weil theoretisch könnte einfach hier ein Alien nächste Runde um die Ecke kommen und den niederschießen. Aber das riskiere ich jetzt einfach mal. Nächste Runde stürmen wir da rum und dann ist gut. So, du. Du bist ein Sniper. Du solltest die decken. Snap. Nicht duken, weil sonst kannst du nicht mit den Wagen rübersehen. So, du deckst. Du läufst vor. Du deckst. Du. Ich weiß nicht, ob er von hier auch überhaupt noch decken kann. Weil wir nicht wissen, wie weit das wirklich alles so schießt und so weiter. Aber ich denke, das müsste erstmal okay sein. End turn. Kann man fast nichts hören. Also ich habe mir eingebildet, ich habe ganz leicht Schritte gehört, aber. Oh. Hallo, UFO. Verstecken. Ducken. So. Er kann jetzt nicht schießen, falls irgendwo irgendwas auftaucht. Kannst du mit 20 noch schießen? Ja, kannst du. Zack. Snap. Okay, du guckst nach da. Falls von da was kommt, schießt du drauf. Falls von da was kommt, haben wir ein Problem. Weil die Jungs werden jetzt auch nicht schnell genug da sein können. Die bringen wir nur einigermaßen in Stellung, damit sie nächste Runde helfen können. So, du stellst dich mal da an die Wand und guckst gleich da lang, falls was kommt. Kannst du von hier aus irgendwie auf die Pistole wechseln? Oh, nein, ich wollte nicht schießen. Aber gut zu wissen, dass man auch einfach auf den Boden schießen kann. Macht zwar so auf dem ersten Sinn nicht wirklich
viel Sinn, aber bei manchen Situationen könnte das praktisch sein. Gerade wenn das Terrain zerstörbar ist und man Raketenwerfer hat zum Beispiel. Aber ja. Ich würde eigentlich ganz gerne mit dir, I vielleicht? Ja. Du hast gar keine Pistole. So viel dazu. Ich wollte mir eigentlich auf eine Pistole wechseln, damit sie wenigstens einmal schießen kann, falls irgendwas um die Ecke kommt, aber darum muss er sich dann kümmern. Er deckt jetzt den Eingang. Du kannst einmal mal dahin laufen.